Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Es geht um die Bilder und so inszenieren die Grünen heute ein ganz eigenes Gipfeltreffen vor Alpenkulisse. Auf der Zugspitze warnen sie vor den Folgen des Klimawandels. Der bedroht auch den Gletscher auf Deutschlands höchstem Berg. Vom G7-Gipfel fordern die Grünen verbindliche Klimaergebnisse. Als Minimum in Sachen Klimapolitik erwarte ich vom Gipfel, dass sich die Staats- und Regierungschefs zum 2-Grad-Ziel bekennen, damit es möglich ist, dass in Paris wenigstens ein Minimumvertrag zustande kommt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Drückende Schwüle lag schon am Morgen über den Bayerischen Alpen. Sogar die Zugspitze wurde heute Fläche für politische Botschaften. Die Grünen forderten hier von den G7-Teilnehmern verbindliche Ergebnisse beim Klimaschutz. Außerdem kritisierten sie die hohen Kosten für den Gipfel und das ihrer Ansicht nach martialische Auftreten der Polizei. Die Grünen demonstrierten hoch oben auf der Zugspitze. Die Kanzlerin muss vorangehen. Sie hat sich 2007 ein Klimamäntelchen umgelegt und seitdem den Klimaschutz rasiert. Die Gletscher schmelzen. Das Wasser wird uns irgendwann bis zum Hals stehen, wenn wir nicht mehr tun für den Klimaschutz.